Normalerweise schlendern hier Besucher aus aller Welt. Jetzt bestimmen die Demonstranten das Straßenbild im Zentrum von Bangkok. Aus Protest gegen ihre Regierung. Es gab bereits Verletzte und Tote. Wir sind gerade vom Flughafen angekommen und der Taxifahrer hat uns 500 Meter von hier rausgesetzt. Obwohl wir in diesem Hotel hier sind, dem Aroma. Das ist schon ärgerlich nach so einem Flug. Einige Straßen weiter, die großen Hotels. Viele Gäste bleiben weg aus Angst vor den Unruhen. Wir haben bereits Einbußen von 50% und das mitten in der Hochsaison. Wenn das noch Tage oder Wochen so weitergeht, geht das Geschäft noch mehr kaputt. Die Unruhen treffen Thailand in einer schwierigen Zeit. Die Wirtschaft lahmt, das Wachstum 2013 mit rund 2,7% mager, nach 6,5% im Jahr davor. Jüngste Schätzungen ergeben, 2 Wochen Chaos in Bangkok könnten rund 900 Millionen Euro kosten, wegen auf Eis gelegter Geschäfte, weniger Investitionen und nicht zuletzt dem einbrechenden Tourismus.